Ich habe irgendwie keine Lust auf so einen langen Laber-Vlog. Nee, ist nicht. Nein, versteht mich nicht falsch, Leute. Ich gucke Laber-Vlogs so gerne an, wenn Leute irgendwas erzählen und da könnte ich manchmal stundenlang zuhören und so Sachen. Aber wenn ich anfange zu reden, nee, ich finde es langweilig. Ja, jedenfalls habe ich vor, kurz knackige Vlogs zu machen. Ganz schnell, zack, zack, zack und nicht so lang. Und die Häufigkeit, naja, ich werde es nicht jede Woche machen, aber ich werde es machen, wenn ich finde, ich unternehme mir was Spannendes, was Cooles, was Lustiges. Und dann werde ich da vermutlich ein Vlog drüber machen. Und Leute, die gerne meine Game-Videos gucken, die können ja dann das gucken und sind das hier nicht so interessiert. Aber die, wo es vielleicht interessiert, können sich das gerne reinziehen. Da freue ich mich. Ganz wichtig, Leute, unfassbar cool finde ich das. Ich habe mir ein Schätzchen gegönnt. Ich habe mir endlich was gekauft, was ich schon sehr lange haben wollte, weil voll toll. Und jetzt habe ich gedacht, es ist an der Zeit und ich habe es mir erfüllt. So. Eine geile GoPro HD Hero 3. Nicht die 4er, ich habe extra jetzt gewartet, bis die 4er rauskommt und ich die 3er zum guten Deal irgendwie bekommen kann, dass sie nicht so teuer ist, weil ich bin Student. Aber ich habe sie jetzt hier und voll geil und voll toll und was mir besonders wichtig dran ist, gut, ich bin jetzt vielleicht nicht so der Extremsportler, wo die dann auf dem Helm mit sich trägt, aber wenn ich so unterwegs bin, coole Dinge erlebe, habe ich mir gedacht, wäre es doch voll fresh, wenn ich einfach eine kleine Kamera dabei, die handlich ist, hab, die irgendwie handlich ist, weil nichts gegen meine heilige Kamera, die ist so toll, danke. Ich habe ja die Lumix GH2 von Panasonic und die ist toll und so, aber die ist relativ groß und wenn ich jetzt, ich sag mal, auf eine Veranstaltung gehe oder sowas, dann ist die mir viel zu heilig und ich hätte Angst, dass die geklaut wird oder kaputt geht oder bla. Mit der GoPro fahre ich glaube ganz schön richtig, weil die einfach, ja, die ist niedlich, die ist klein, die geht nicht so schnell kaputt. Ich habe auch noch dieses Case. Dann kann ich vielleicht irgendwann mal im Wasser filmen. Wie fresh ist das denn? Ihr seht schon, ich bin voll aus dem Häuschen, aber ich finde es so cool. Und ja, ich hoffe, ich kann euch dann ein paar Einblicke bescheren, was ich so treibe und was ganz doll ist auf jeden Fall. Morgen kommt mich Jody besuchen. Ja, ihr habt richtig gehört, Jody kommt zu mir. Und wir gehen dann am Wochenende zusammen aufs Netzwerktreffen. Das ist schon wieder ein halbes Jahr rum. Ah, alt. Jedenfalls wird es cool und ich denke mal, ich nehme hier auch mein neues Schätzchen mit. Kann es gar nicht oft genug zeigen. Und es wird cool und dann kann ich euch vielleicht auch einen coolen Vlog bescheren. Wie wäre das? Gut. Die erste Geschichte, die ich dann hier in meinen kurzen Vlogs wohl präsentieren kann, ist die, ich war letzte Woche mit Freunden, eigentlich mit meiner Schwester und ihrem Freund, war ich auf dem Alice. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber in Mannheim war so eine große Veranstaltung, die hieß Alice im Wummerland. Ja, so geht in die Techno-Richtung, Goa und so. Und das war eigentlich voll cool, nur ein bisschen voll. Aber ich habe es mich nicht lumpen lassen und habe natürlich gleich mal hier mit aufgenommen. Und ich war schon so voll dabei, ja, ihr müsst euch's vorstellen und filmt so ein bisschen, yeah, voll chillig, alles in Ordnung. Und dann kommt da so ein Typ. Und ich merke das voll. Und der kommt so seitlich so, bleibt so stehen und war so kräftig. Und ich wusste, es ist so ein Security-Typ, der mich gleich anmuckt und so. Deswegen habe ich die Kamera dann runtergenommen und habe es versucht dran rumzuspielen, irgendwas gemacht, dass der sich wieder verzieht. Dann kam der aber näher, hat weiter gestarrt und dann so gesagt: Ist das eine Kamera?
Nein, nein, das ist doch keine Kamera, das ist mein Taschenrechner. Na jedenfalls ließ er nicht locker und meinte dann, also Bilder und Videos von der Veranstaltung sind voll verboten. Ja, genau, weil ich jetzt irgendwas Skandalöses filme und dann in die Öffentlichkeit bringe. Und nein, ich will doch nur so einen doofen, uncoolen Vlog machen. Jedenfalls habe ich dann trotzdem weiter gefilmt, bisschen. Das sah dann so aus. Ja, war schon fresh. Aber so viel konnte ich dann, wie gesagt, nicht filmen. Deswegen sieht man nur so ein bisschen und es ist auch furchtbar bröselig, das Bild, weil dunkel und so. Und da geht jede Kamera dann irgendwie, ja, geht nicht mehr so ab. Naja, egal. Das sind alle Infos. Ich hoffe, ihr freut euch einfach, weil bald ist auch Wochenende und so und voll cool. Und lasst euch nicht lumpen, wenn das Wetter scheiße ist, dann habt ihr einen guten Grund drin zu bleiben und zu zocken. Danke fürs Zusehen, Leute. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir einen Kommentar hinterlassen oder das Video bewerten und mir zeigen, was ihr so denkt. Ansonsten könnt ihr hier links klicken, da geht's zu meinem letzten Gaming-News-Video, die ich jetzt gerade wöchentlich mache. Und Links sind unten in der Beschreibung und ihr könnt abonnieren, wenn ihr Bock habt, wenn ihr das nicht schon habt. Und